Hallo, ich bin Jan und ich bin Postdoc hier am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie. Stellt euch vor, ihr geht raus und schaut euch ein Maisfeld an. Dann werdet ihr feststellen, dass die meisten der Pflanzen, die da wachsen, ungefähr gleich groß sind. Das ist auch nicht verwunderlich, denn sie stehen auf der gleichen Erde, bekommen die gleiche Sonne und Regen und sie gehören meistens zur gleichen Sorte, haben also die gleichen Erbanlagen und sie haben auch den gleichen Ertrag. Menschen züchten Maissorten seit Tausenden von Jahren und haben große und kleine mit viel und wenig Ertrag dabei gezüchtet. Die erstaunliche Beobachtung, die sie dabei gemacht haben vor über 100 Jahren, ist, dass wenn man bestimmte von diesen Sorten miteinander kreuzt, dass deren Nachkommen oder Hybriden viel, viel größer werden als beide Eltern und auch viel höheren Ertrag haben. Das ist in etwa so, als würden eure Kinder 3,50 Meter groß werden. Passiert nicht, beim Mais aber schon. Bei den meisten gezüchteten Sorten von Mais sind die Gene sehr rein, das nennen wir auch homozygot. In den Nachkommen vermischen sich diese, deswegen heißt das auch heterozygot und dieser Effekt, den wir beobachten, Heterosis. Züchter lieben diesen Effekt, die Forscher verzweifeln daran seit über 100 Jahren. Es gibt viele Theorien dazu, wie es funktionieren könnte, aber wir wissen es noch nicht ganz genau. Der Heterosis-Effekt ist unterschiedlich groß, je nachdem, welche Sorten man miteinander kreuzt. Nun gibt es sehr viele Sorten und noch mehr mögliche Kreuzungen, sodass es unglaublich aufwendig ist, alle diese Kreuzungen auf dem freien Feld zu testen. Wissenschaftler versuchen daher seit vielen Jahren schon aus den Merkmalen der Eltern die Stärke der Heterosis vorherzusagen. Dazu haben sie sich zum Beispiel die Gene der Pflanzen angeguckt, waren damit aber nur zum Teil erfolgreich. Daher versuchen wir einen neuen Ansatz, um die Stärke der Heterosis vorherzusagen. Dazu nehmen wir von den einzelnen Sorten die Keimlinge und untersuchen nach 3 Tagen die Wurzel, und zwar die Inhaltsstoffe der Wurzel, die Metaboliten. Wie das geht, hat euch Lothar Wimitzer in einem Video zur Metabolomics bereits erklärt. Aus diesen Metaboliten versuchen wir jetzt, Heterosis vorherzusagen. Das ist uns gut gelungen in einem kleinen Experiment mit 4 Eltern. Und die Fleißaufgabe, die jetzt bleibt, ist, das für tausende Eltern zu zeigen, damit die Züchter in Zukunft es leichter haben.